Hallihallo, Hallöchen, meine sammlungsfreudigen Freunde da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Pokémon Diamant Nuzlocke Challenge. Wir heißen euch wieder recht herzlich willkommen zurück und ich bedanke mich natürlich auch fürs fleißige Bewerten der glorreichen letzten Folge, in der wir hier auf den Eiseninseln angekommen sind, einen Encounter mit nur 20 Bällen gefangen haben, nämlich unser Onix. Und wir hier auf Urs getroffen sind, das ist hier der gute Mann. Und jetzt bin ich in der Höhle hier und den Eiseninseln etwas weiter vorangeschritten und habe festgestellt, dass hier unten Team Galaktik sitzt, beziehungsweise steht. Hier sind zwei Rüpel. Übrigens hat sich auch unser Nöt noch einmal weiterentwickelt, denn wir haben Level 36 mit ihm erreicht. Unser Nöt ist jetzt auf Level 36, wie gesagt, und ist jetzt ein stolzes, starkes Impoleon, was mega, mega cool ist. Und es kann Surfer, Blubstrahl, Metallklau und hat jetzt die Wasserdüse noch gelernt, was ich sehr, sehr cool finde, denn Wasserdüse hat Erstschlaggarantie. Das heißt, egal wie schnell ein anderes Pokémon ist, mit Wasserdüse treffen wir immer zuerst. Und das ist wirklich sehr, sehr cool, deshalb habe ich die Attacke auch beigebracht. So, wir gehen jetzt einfach mal zu den Team Galaktik-Rüpern hier hoch. Ich nehme auch mal ein anderes Pokémon als Mia vorn weg. Ich hau mal die Stella nach vorn. Und wir gucken einfach mal, was Team Galaktik hier zu tun hat. Jetzt verstehe ich. Ihr seid dafür verantwortlich, dass die Pokémon so unruhig sind. Es schert mich nicht, welche Gründe ihr dafür habt, aber ich lasse nicht zu, dass ihr an meiner Mine Probleme macht. Haha, wir sind Team Galaktik. Wir nehmen uns die Pokémon, die wir wollen. Ist das nicht so, Partner? Du sagst es, Kumpel. Wir schnappen uns alle Pokémon von dieser verrosteten Eiseninsel. In Freund und Leid sollt ihr euch beistehen, heißt es. Auf diese Weise leben Trainer und Pokémon in Sinnoh. Ich lasse nicht zu, dass jemand diesen Verhaltenskodex bricht. Los, Hyrus, diesen Kampf dürfen wir nicht verlieren. Das machen wir natürlich auch nicht. Wir legen los und geben's Team Galaktik. So richtig hart. Ach du Schande, 6 Pokémon, natürlich. Na, Zubat ist ja gleich auch wieder wirklich wieder... Das perfekte Pokémon, ne? Das perfekte Pokémon. Ich lieb's. Ich lieb's sehr. Bleiben wir drin? Charmian ist Typ Normal auch, oder? Typ Normal Gift, kann das sein? Oder ist das Unlicht? Könnte auch Unlicht sein. Ich habe es leider nicht so ganz normal Unlicht, hätte ich jetzt aus dem Stegreif gesagt. Ich werde es einfach probieren. Alter, Urs hat ein Lucario, das ist auch heftig. Ja, es ist normal, Typ. Ja, toll. Geht unsere Attacke jetzt daneben, weil Lucario mit seiner Kraftwelle natürlich das Charmian gleich komplett ausschaltet. Sehr, sehr geil. Dann kommt der Turmkick auf Zubat, was aber halt so gar kein Schaden. Also doch, der Hälfte zieht es ab. Das ist immerhin ein bisschen was, ist aber nicht sehr effektiv. Lucario ist auch. Ach, es trifft nur normal bei Lucario, weil Lucario Kampf Eis hat, ja. Das ist cool, weil Eis nimmt quasi dann die sehr Effektivigkeit gegen seinen Kampftypen. Das ist schon cool. So, Glibunke ist Kampf. Kampfgift. Ich glaube, mit Konfusion kommen wir jetzt hier nicht weit. Ich glaube, mit Konfusion könnten wir gegen den Gifttypen versuchen. Ich mach's einfach mal. Knochentanz, ist das nicht auch eine Kampfattacke? Ich dachte, Glibunke ist Kampf. Ja, aber durch den Gifttyp wahrscheinlich. Okay. Also Lucario nimmt uns gerade alles weg, was wir besiegen wollen. Ist halt nicht so geil. Aber immerhin Konfusion trifft gegen Zubat. Ist auch sehr effektiv. Ah ja, na klar, weil Zubat ja auch den Gifttypen hat. Ja, natürlich. Ja, dann ist alles gut. Dann ist alles gut. Dann ist aktuell alles gut. Es kommt wieder ein Zubat, was ja auch schön ist. Und ein Skunkapu. Da können wir sowohl als auch.
Ist völlig egal, wir gehen erstmal auf das Zubat. Weil das sollte ausreichen. Ah, nicht ganz. Okay, krass, nicht ganz. Wir müssen jetzt natürlich nur auf... Oh nein, wir müssen nur aufpassen, dass Stella jetzt hier nicht krepiert. Das könnte nämlich ganz böse enden dann. Uiuiuiui. Rauchwolke, ist nicht geil. Flügelschlag kommt gegen Lucario. Boah, der hängt das natürlich gut weg, ja. Wir nehmen das Zubat jetzt aus dem Spiel, hoffe ich. Er nimmt das Zubat aus dem Spiel, okay. Nicht so schlimm. Dann können wir mit unserer Konfusion entweder auf Skunkapu geht's jetzt, wenn er nicht noch... Ich glaube, er hat aber noch ein drittes, was er noch mit einsetzen kann, der Galaktikrüpel. Nein, hat er nicht. Ja, hä? Hat er doch? Okay. Okay. Dann gehen wir auf Konfusion gegen Golbat. Oh, nicht auf uns, nicht auf uns. Das könnte das Ende bedeuten. Eieieiei. Oh, Alter, was? Okay, Skunkapu ist weg. Das heißt, das kann uns schon mal nicht mehr angreifen jetzt zum jetzigen Zeitpunkt. Wir setzen Konfusion ein. Das reicht aber nicht aus, um Golbat aus dem Spiel zu nehmen. Ach, du Heilige. Ach, du Heilige. Wir müssen... Oh, nein, 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 nein. Wir müssen Stella jetzt rausnehmen. Wir müssen jetzt ganz dringend Stella rausnehmen aus dem Spiel. Ich gehe auf Hütti. Oh, das hätte sonst jetzt sehr, sehr kritisch enden können. Puh. Okay, das ist das letzte Pokémon der beiden Galaktikrüpel. Und wir haben noch die Felsgrab-Attacke im Hintergrund. Flügelschlag kann kommen, das bringt nicht so viel. Da ist Hütti zu tanky. Und wir gehen auf die Felsgrab-Attacke. Wenn nicht ruckzucki, jetzt das Golbat schon aus dem... Nö, es nimmt es noch nicht aus dem Weg. Boah. Lucario kommt auch gerade ein bisschen ins Schlittern, aber nicht so schlimm. Felsgrab-Attacke kommt, Felsgrab-Attacke sitzt. Und wir besiegen die Galaktikrüpel. War ein intensiver, harter Kampf. Hätte ich gar nicht so gedacht. Krass, hat Spaß gemacht. Hat sehr viel Spaß gemacht. Hütti-Erfahrungspunkte, Stella-Erfahrungspunkte, sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Ich könnte heulen, das ist so traurig. Was eine starke Kombination. Unfassbar. Aufhören, das reicht. Eure Kombination ist einfach nur krank. Ihr beide und dann eure Pokémon. Verschwinden wir, Partner. Du sagst es, Kumpel. Wir wissen ja nicht mal, wie der große Plan von Team Galactic aussieht. Danke, du hast mir echt geholfen. Hör mal, ich habe hier ein Pokémon-Ei. Nimmst du es an dich? Ja. Danke dir. Leider hast du keinen Platz, um ein weiteres Pokémon aufzunehmen. Also gut, ich warte hier auf dich. Was? Ich komm doch nicht nochmal hier runter. Oh, nö. Als ob. Wo geht's hier noch hin? Eiseninsel. Hier geht's raus, oder? Oh, nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Ich will jetzt hier nicht noch die Pokémon auf den letzten. Was haben wir hier? Leuchtstein. Verstärkt wahrscheinlich. Hier gibt's Stalus! Wie geil ist das denn? Aber wir haben ja leider schon einen Counter. Ach, so komme ich hier einfach wieder zurück. Ja, toll. Aber das Problem ist, ich kann ja hier nirgendwo auf eine Box zugreifen. Ja, geil, Freunde. Okay, also wir holen uns das Pokémon-Ei auf alle Fälle noch. Das mache ich aber offscreen. Und dann sehen wir uns gleich wahrscheinlich dann wieder. Also, bis gleich. Kurzer Schnitt und da sind wir wieder. Ich habe das Ei im Inventar, was uns Ursia geschenkt hat, zeige ich euch mal ganz kurz. Und habe dafür in der Zwischenzeit mal den Tom abgelegt. Wie gesagt, Ei haben wir jetzt dabei. Und ich bin auch von den Eiseninseln schon zurückgereist, weil mehr gab es auf der Insel dann tatsächlich nicht mehr.
Bin im Kraterberg schon ein wenig vorangeschritten. Ich zeige euch das mal ganz, ganz kurz. Bedeutet im Kraterberg, ich habe mit Hilfe von Stärke, weil das können wir ja jetzt einsetzen außerhalb eines Kampfes, bin ich tatsächlich hier im Kraterberg etwas nach oben in den Norden gereist und bin tatsächlich hier auf Route 216 rausgekommen. Das heißt, wir können rein theoretisch Richtung Route 216 schon aufbrechen, das geht alles. Aber questtechnisch oder storytechnisch sollen wir ja angeblich zum Kühnheitsufer aufbrechen. Und da habe ich mich jetzt als erstes hingemacht und da stehen wir jetzt auch davor und gucken mal direkt, was uns hier erwarten wird, ne? See der Kühnheit. Angeblich soll ja hier, ja, ihr seht schon, Team Galaktik auf uns warten. Das tut's auch. Hahaha, nächster Halt, See der Wahrheit. Der nächste Ort, der einer Zivilisation am nächsten kommt, ist das Kaff Zweiblattdorf. Keiner wird sich uns also entgegenstellen. Was? Alter, was haben die gemacht? Die haben den See ausgetrocknet. Hier liegen überall Kappadors, die Armen. Was habt ihr gemacht? Ihr Schweine. Möchtest du dich dem Kappador anschließen und hilflose Matschzer, Ben? Was sind das für kranke Schweine? Charmian wird eingesetzt. Diese verdammten Säcke. Turmgig, los, Stella, zeig's ihm. Sehr gut, gut. Gut, gut, das war's mit Charmian. Als nächstes kommt Glibunge. Da bleiben wir auch drin. Wir gehen auf die Konfusion. Wobei ich glaube auch Turmgig gegangen wäre, aber es ist beides, glaube ich, sehr effektiv. Okay, ersten Team Galaktik-Rübe haben wir. Oh Mann, die armen Kappador, die tun mir so leid. Oh Mann. Die Frage ist auch, wo müssen wir denn überhaupt hin? Ach du Jemini, da unten. Ach du heiliges Kanonenrohr. Ach du heiliges, guckt euch das mal an. Die armen Kappadore. Selbst Team Galaktik hat keinerlei Verwendung für Kappador. Alter, seid ihr bestialische Monster. Wie kann man nur so arschig sein? Oh mein Gott. Die Armen. Ich heile erstmal Stella. Bevor wir weitermachen. Ich habe ja auch irgendwo... Ja genau, hier habe ich auch noch einen Trank. Den habe ich schon ganz vergessen. Den können wir nämlich auch mal nehmen. Da ist der nämlich auch mal weg aus dem Inventar. So, nächster Kampf. Wir haben die Galaktikbombe gezündet. Ihre Sprengkraft war enorm. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was sind das denn für Terroristen? Golbat wird eingesetzt. Leider Gottes habe ich aktuell Tom nicht dabei, aber Hütti, der ja gegen Golbat auch was entgegenzusetzen hat, wenn Felsgrab trifft. Los geht's, Hütti. Zeig mal, was du kannst. Jetzt darfst du endlich mal ein bisschen kämpfen hier. Sehr, sehr gut. Okay, das war's mit Golbat. Wir kämpfen mal weiter, denn Glibunge kommt. Und mit Glibunge... Nee, Glibunge ist schlecht, oder? Glibunge ist Kampf. Und Kampf ist doch, wenn mich nicht alles täuscht, gegen Gestein. Wir sind aber Bodentyp, oder? Wir sind doch vom Typ Boden. Ja, okay. Das ist also völlig egal. Wir haben aber keine Attacke, die gegen Glibunge was ausrichtet, weil Knoscher bringt, glaube ich, nichts. Nee, Knoscher bringt nicht wirklich was. Also macht tatsächlich trotz alledem ein bisschen Schaden, aber nicht viel. Wir gehen mal auf den Gegner. Okay, bringt nichts mehr. Wir gehen nicht auf den Gegner, wir gehen auf Stella. Und gehen auf die Konfusionsattacke. Okay, sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Was sind das nur für Schweine, Team Galaktik? Halleluja. Ach, die haben wahrscheinlich die Höhle hier in dem See freigelegt. Anstelle unseres Bosses werde ich dich für deinen Widerstand bestrafen. Warum verspreche ich die eigentlich alle so verrückt? Na gut, weil es alles Terroristen sind. Weil es alles verrückte Terroristen sind. Deshalb spreche ich die verrückt. Jetzt habe ich nicht gelesen, was kommt. Pudox.
Pudox, Pudox, Pudox. Pudox ist Typ Käferflug oder Käfergift? Ich glaube tatsächlich Flug. Nein, okay. Okay, ist Typ Gift. Wir gehen auf Mia und auf die Flammenwurfattacke. Brenn es nieder. Brenn es nieder. Pudox immer wieder. Brenn es nieder. Alter, Mia reicht dann schon über 39. Junge, Junge, Junge. Als nächstes kommt Papinella. Bleiben wir gleich drin. Und auch da gehen wir auf die Flammenwurfattacke. Brenn es nieder, Papinella. Immer wieder. Okay, weg damit. Okay, da ist eine Höhle. Und ich nehme an, die Höhle ist auch wichtig für uns. Okay. Die Armkappa dort, die tun mir so leid. Was macht er, jo? Was machst du hier? Bist du eine von diesen Nulpen, die dumm genug für waren, sich für die Sache am Eingang einsteigen zu lassen? Bah, ist ja auch egal, wer du bist. Das macht eh keinen Unterschied mehr. Denn jetzt brechen wir wirklich interessante Zeiten an. Alle legendären Pokémon werden in unsere Hauptquartier und Schlei-Ed gebracht. Haha. Okay, rein da. Kühnheitsgrotte. Gibt's hier noch irgendwas? Pokémon nicht, ne? Okay, dann heißt es nur gegen den hier kämpfen. Aber bevor wir das machen... haben wir noch Supertränke dabei? Ich glaube, ich habe da welche gekauft, genau. Stella ein. Und Hütti ein verpassen. Damit wir hier vollgestartet reinstarten können. Die Mission verläuft wie am Schnürchen. Da wird der Boss sehr froh sein. Alles für alle. Und das Beste für Team Galaktik. Ich kenne dich doch. Du bist doch das Kind, das in Ewigenau das Gebäude vom Team Galaktik überfallen hat. Pfuh, Jupiter sollte sich schämen, dass sich von einem Kind in die Knie zwingen lässt. Jeder, der sich Team Galaktik in den Weg stellt, wird die Konsequenzen spüren. Jeder noch so kleine Pieps gegen uns wird von uns übertönt. Okay, dann wollen wir mal. Let's go. Commander Saturn. Kadabra wird als erstes eingesetzt. Psycho-Pokémon. Ich hab doch Mia dabei. Und die kann doch Nachthieb. Ich hätte auch auf Hütti gehen können. Hütti kann immerhin auch Knoscher. Ne, wobei... Doch, Knoscher, ja. Ist auch eine Unlichtattacke. Hätte auch was gebracht. Okay, als nächstes kommt Toxiquack. Boah. Toxiquack ist auf jeden Fall Gift. Ist ja die Weiterentwicklung von Klibunke. Das heißt, wir können wieder auf Stella zurückgehen und mit einer Konfusionsattacke hier versuchen, was rauszuboxen. Was bringt das? Wie viel bringt das? La, la, okay, okay. Jetzt ist die Frage, was er an Schaden drückt, wenn er uns jetzt angreift. Vergeht. Ach du Heiliger. Ach du Heiliger. Ist zwar nicht sehr effektiv, hat aber trotzdem gut Schaden gezündet. Nein, nein, nein! Toxiquack ist schneller. Oh nein! Ach Mann! Ich dachte echt, wir sind schneller. Ich dachte, wir sind schneller. Mit Konfusion beenden wir es. Ach nö! Das ist echt mies, Freunde. Das ist echt mies. Okay, Aaron, dann flieg mal hoch empor. Und setz mal deine gute Fliegenattacke ein. Ach Mann, das ist so ärgerlich mit Stella, weil wir auch keinen Kampftypen mehr haben. Boah, ganz, ganz schlecht aktuell. Ganz, ganz schlecht.
Als nächstes kommt Bronze. Wow. Ja, wir wechseln das Pokémon. Wir gehen bei Bronze Stahl Psycho. Gehen wir auf Mia oder... Wir können nur auf Mia gehen. Wir können nur auf Mia gehen, weil Hütti noch nicht die besten Bodenattacken hat. Sonst hätten wir da auch mit Hütti was machen können. Ach Mann, ey, das kann doch nicht wahr sein. Das ist so ärgerlich mit Stella jetzt schon wieder. Ach nö. Spieler besiegt Commander Saturn. Du bist stark, jetzt verstehe ich, warum du uns so gut trotzen kannst. Selbst ich, ein Commander, kann uns gerade mal etwas Zeit verschaffen. Aber das ist schon in Ordnung so. Ein Kind wie du wird es niemals schaffen, gegen den Strom der Zeit zu schwimmen, ohne unterzugehen. Team Galaktik wird die drei legendären Pokémon aus den Seen fangen. Und mit ihren Kräften werden wir ein vollkommen neues Universum schaffen. Mars sollte mittlerweile das Pokémon vom See der Wahrheit gefangen haben. Okay. An der Stelle, Freunde, natürlich auch hier wieder noch eine kleine Schweigeminute bzw. ein paar Schweigesekunden für Stella. Nicht. Krasse Kiste. Ein Medit hier. Okay. Okay. Meditio. Ja, nehmen wir mit, würde ich sagen. Gehen wir ganz entspannt auf eine Tekke-Attacke. Pokéball, flieg und sieg! Jawollo! Klasse, Mann, Meditio wurde gefangen. Ist Kampf-Psycho auch eine geile Kombination, wie ich finde. Möchtest du dem Meditje einen Spitznamen geben? Muss ich ja sogar. Und Meditje wird, Stella. Ups. Ach du Schande. Ich hätte vielleicht noch ein bisschen trainieren sollen. Level 36 ist Hardcore. Ach du Schande. Ja, Turmkick, mir bleibt hier keine andere Möglichkeit. Bitte nicht daneben gehen, bitte nicht daneben gehen. Es macht gerade mal die Hälfte. Sondersensor sollte nicht so schlimm sein. Ja, ich weiß ja nicht, wenn Turmgig daneben geht, haben wir ein Problem. Oh, Gott sei Dank. Okay, erstes Pokémon haben wir hinter uns. Ja. Und das war's leider Gottes auch mit Stella und mit der heutigen Folge von Pokémon Diamant der Nuzlocke Challenge. Wenn es euch gefallen hat, dann wie immer den Daumen in der nördlichsten aller nördlichen Richtungen dalassen, Kanal abonnieren, Glocke aktivieren, nicht vergessen und beim nächsten Mal wieder einschalten. Bleibt bis dahin schön gesund, bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao, ciao.